Ja, und herzlich willkommen zu Let's Play Soul Reaver 1. Eine neue Aufnahmerunde beginnt. Es ist schon eine kleine Weile her, dass ich mich an dieses Spiel widersetzt habe. Das tut mir auch so ein bisschen leid, aber ja, es gab noch ein paar andere Sachen, die meiner Aufmerksamkeit bedurften und deswegen hat es eine kleine Weile gedauert, aber jetzt geht es weiter und wir werden uns jetzt hier in Dumas Domäne begeben und uns dort einmal umschauen. Wir haben ja in den letzten Folgen die Stadt der Menschen begutachtet. Ist hier vielleicht irgendwo... Nee, kein Feuer. Gut. Und uns die letzte Glyphe geholt. So, dann machen wir doch mal weiter hier. Du bist hier auch weg. So. Brauchen wir nicht. So, dann schauen wir uns hier nochmal in Ruhe um. Ich möchte das erstmal in Ruhe tun. So. Da ist das. Da, ach da, da geht's nämlich in die Domäne. Da hinten ist, glaube ich, gar nichts. Oder kamen wir von hier? So, nee. Du bleibst mal bitte schon betäubt. Okay, nee, hier ist nein, oh, super, das war ja klar. Dass wir jetzt hier unser Soul Reaver verlieren. Und hier wäre Feuer gewesen. Nein, super. Ja toll, geh weg. Wir haben hier nichts zum Anzünden. Ja, ihr mich auch. Ich muss jetzt hier mal vorbei. Ich glaube, ach ja, nee, okay. Das ist der Weg, nachdem wir Duma besiegt haben. Yep. Achso, okay, gut. Dann ist ja alles klar. Bin ich umsonst hier lang gelaufen und ich habe umsonst das Soul Reaver verloren. Naja. Aber hier haben wir ja... Hup, Feuer. Und können dann... Ja. Hier nehme ich hoch. So sieht das nämlich aus. So. Sollen wir nämlich da rüber gleiten. So, dass wir das ganze Spektrum unserer Fähigkeiten ausloten. Ja, hier ist die Festung. Mal sehen, was unser Bruder für Überraschungen für uns hat. Einst war diese Stadt voll von Leben meiner Art. Teilten tatsächlich andere Clans dasselbe Schicksal? Konnte Kain in seinem Wahnsinn keinen seiner Brut verschonen? Nicht Kain, sondern Dumas eigene Arroganz bewirkte den Untergang seines Clans. Ich spreche von menschlichen Fehlern, Raziel. Duma und seine Abkömmlinge hielten sich für unbesiegbar und verloren den Blick für die Gefahr. In ihrer Selbstzufriedenheit ließen sie sich überrumpeln. Und die menschlichen Vampirjäger konnten sie ohne große Gegenwehr überwältigen. Die wenigen, die fliehen konnten, sind zu Aasfressern verkommen. Ja, die wenigen, die fliehen konnten, sind wir ja auch schon begegnet. Danke, ich möchte ganz gerne... Na? Oh, er steht nicht wieder auf. Gut, ich möchte gerne nämlich diese Stange haben, ja? Achso, ja, okay, nee, hier ist ein Gitter, hat sich schon erledigt. Müssen wir schon wieder abgeben. Naja, schade. Warum, das ist aber auch gemein, warum legen die mir die denn da aber auch hin? Okay, da ist ein Vampirgeist und
Mit dir werde ich mich nicht lange beschäftigen. Da ist ein Block, den müssen wir rausziehen. Mhm. Da oben sehe ich schon einen Wechselpunkt. So, dann gucken wir mal hier weiter. Was ist denn hier so? Okay, hier ist nichts. Da ist eine Brücke. Also nichts, was wir jetzt bewältigen können. So. Wo seid ihr? Gegner, kommt her. Da sind wir ja gerade rein. Okay, da oben ist der Hebel. Da unten ist ein Gitter. Interessant, aber ich möchte ganz gerne hier auch erstmal nochmal reinschauen. Auch wenn da Vampirgeister drin sind. Oh, die können wir uns auch kümmern. So. Na, komm her. Ja. Quark hier nicht rum. Ach, da oben. Ah, so, ja, okay. Ich verstehe. Wir müssen den, da wir innen drin nicht wechseln können, müssen wir den Block per Telekinese da rüber bewegen. Schätze ich mal. Ja. Dann können wir dann nämlich hoch. Hoffe ich. So, weiter geht's nicht. Ja. So. Ja. Na. Geht das? Schon. Oh, super. Ne, wir müssen den auf jeden Fall noch einmal darüber bewegen. Und weiter kommen wir dann auch nicht. Interessant. Gut. Ne, dann schaue ich mich jetzt erstmal hier unten um. Hier war ja auch noch ein Gitter. Das ist ja jetzt nicht das Problem. Da leuchtet es so leicht rosa. Warum auch immer. So, wer hier? Dein Geist gehört mir. Mir ganz alleine. Hier ist noch ein Gitter. Aha. Lauf, 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 lauf. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Da ist noch eine... eine Kiste, die wir verschieben können. Aber die erstmal weg hier. So, auch komm. Ich habe keine Lust, dass ihr mir auf Keks geht, während wir hier sind. So, ist auch noch. Aha, aha. Das sind, scheint ein Obelisk zu sein. Interessant. Hier geht's auch weiter. Das ist, ein Innenhof. Aha. Ja, okay. Aber das sieht nicht so aus, als ob das jetzt hier schon weitergeht. Nicht so direkt. Mensch, kommt ihr schnell wieder. Geht mir aus dem Weg. Keine Lust, mich mit euch anzulegen. Ihr verliert sowieso nur. So, hier oben. Okay, das ist interessant hier alles. Vielleicht doch hier erstmal lang.
da. Oh, ja noch? Danke. Also hier hinter kann man wechseln. Okay. Aber da kommen wir so nicht durch. Hier kommen wir ja nicht weiter. Oder? Oder? Achso, das war der Innenhof. Ich hätte zwar gar nicht richtig geguckt, ob man hier eventuell doch einen Wechselpunkt hat. Aber sieht nicht so aus. Kommen wir hier hoch? Ne, vielleicht müssen wir dann doch mit der Truhe da unten erstmal weiter. Mit der Truhe, ich sag mal Truhe. Truhe, ja ne, ist klar. Ich hab zu viel Never Winter Nights in den letzten Tagen aufgenommen. Und deswegen komme ich momentan immer auf Truhe. Nein, ich meine natürlich den Block. Den Block dann nochmal verschieben. Aber hier kommen wir so ja irgendwie nicht weiter. Interessant hier alles. Komm hoch hier. Da. Wo ist denn hier der Wechselpunkt? Wo war der? Ich laufe natürlich wahrscheinlich genau falsch rum. Ja. Da, ja. Da, komm. Kommt her zu mir. Was war denn hier? Hier leuchtet's auch. Aha. Sind wir hier schon gewesen? Gleich mal gucken. Irgendwie habe ich nicht so das Gefühl. Oder doch? Oder kamen wir von hier? Oh, wie schnell kommt ihr denn wieder? So. Wenn ihr gar nicht groß auf den Keks gehen könnt.